überhaupt nicht steif, das ausschaut. Ja, ist ein Soldat, Bediener. Traust du mir das Ding jetzt im Kopf? Wenn du bei Wilhelm arbeitest, brauchst du Spaß, Motivation, Wille. Sollte auf jeden Fall cool sein. Und offen. Mein größtes Learning war einfach das selbstständige Arbeiten und dass ich für meine Arbeit selbst verantwortlich bin und in meinem Bereich schalten und walten kann, wie es mir beliebt. Klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber zumindest so, wie es halt dann für die Zielerreichung passt. Es ist sehr gewünscht, dass du selber bist und dass du auch deine Ideen einbringst. Und ja, sag's einfach, was du glaubst, was richtig ist. Mein Name ist Jochen. Ich leite das Digital Advertising Team bei Wilhelm. Heißt nichts anderes, ich bin zuständig für die klassische Werbung, die wir auf Wilhelm ausspielen dürfen. Mein Team setzt sich aus ganz vielen Spezialisten zusammen, wie zum Beispiel den besten Sales-Leuten, die man so findet unter der Sonne. Zusätzlich haben wir auch noch jemanden, der sich um Creatives ganz gut kümmern kann und damit auch Werbung, die gekauft wird, richtig ausgespielt wird, gibt es ein eigenes Kampagnenmanagement-Team. Manchmal ist ein bisschen Überzeugungsarbeit dabei, Wilhelm als Werbeträger auch so zu platzieren, dass Werbung nicht störend wirkt, dass sie informativ bleibt, relevant ausgespielt werden kann. Hier gibt es eine permanente Abstimmung, was ist gut verträglich und sinnvoll für die Werbewirtschaft und für den User. Servus, ich bin Sebastian. Mein Name ist Bettina. Hi, ich bin der Shahin. Ich bin der René. Mein Name ist Niki. Ich bin die Ellen. Ich bin die Sandra. Ich bin Key Account Managerin bei Wilhelm. Mein Tag startet meistens mit dem Ballast beim Empfang oder mit der Sarah und mit einem schönen Hallo. Also fühle ich mich mal schon angekommen. Dann sind es halt leider nur mehr Termine, aber auch okay. Ich setze mich am Computer und fange an zu arbeiten. Es ist sehr einfach. Ich komme ein bisschen später, aber dafür gehe ich gleich mitten in Medias Res und schaue, dass ich halt alles abwickle, was ich abzuwickeln habe. Gehe zum Spar, hol mir ein Frühstück, komme dann rauf, fahre meinen Computer hoch, plaudere mit den Kollegen. Schau mir an, was es Neues in der Firma gibt. Und dann ist es 16 Uhr. Mein erster Arbeitstag bei Wilhelm. Relativ spannend, weil ich ehrlich gesagt nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Es wurde mir eigentlich recht leicht gemacht. Du kommst rein in ein Team und du wirst gleich mal empfangen. Sie zeigen da alles, du wirst unterstützt. Sehr nett und sehr herzlich wurde ich empfangen, gleich mit einem Teamfrühstück. Und ja, von Tag 1 das Gefühl, es wird mir dazugehören und gehört auch dazu. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ist, dass ich drauf gekommen bin, wo ich angefangen habe zu arbeiten, dass ich noch sehr viel zu lernen kann. Also sehr viel, ja. 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 Wir arbeiten alle schon mehr als 5 Jahre miteinander und dadurch gibt es ein sehr starkes Bonding und Vertrauen auch untereinander. Das zeichnet unser Team auf jeden Fall aus. Ja. Wir haben eine sehr niedrige Fluktuation. Das stimmt. Und darüber hinaus passiert es immer wieder, dass wir voneinander lernen und dann macht es richtig Spaß. Ich glaube, es ist einfach der Zusammenhalt innerhalb des Teams. Und was auch ein wichtiger Faktor ist, denke ich mir, ist, dass das Team sehr heterogen zusammengesetzt ist. Sprich, wir ergänzen uns sehr gut und wir können uns einfach gut unterstützen und können jede Herausforderung oder haben bis jetzt jede Herausforderung ganz gut gemeistert. Ja. Jedes Team passt in sich wahnsinnig gut zusammen. Ja. Vielleicht sind wir die Verrücktesten noch, da? Vielleicht, ja. Das wollte ich jetzt. Wir sind hier im Digital Advertising Büro. Aufgrund der Tatsache, dass wir 23 Leute sind, mussten wir es zweiteilen. Hier haben wir einen Teil vom Verkauf, aber auch das Programmatic Team und die Marktanalyse. Drüben haben wir sitzen noch das Kampagnenmanagement und eben den Rest vom Verkauf. Und ja, das ist mein Platz.
in einem Umkreis von Werbung zu arbeiten, das kennen viele und machen das Unmögliche oft mal zum Denkbaren. Nämlich zu irgendjemandem zu sagen, Werbung ist wirklich toll. Wir lernen immer mehr Leute kennen, die sagen, okay, ihr macht Werbung wenigstens so, dass es brauchbar ist, anwendbar für User, annehmbar. Ich glaube, in diesem Zwiespalt fühlen wir uns wohl. Ich würde Willhaben als Arbeitgeber empfehlen, weil hier das Zusammen gefördert wird, quasi jeder einfach einen wichtigen Part hat, jeder mit jedem mit Respekt begegnet wird und man einfach jeden Tag wirklich sehr gerne ins Büro kommt. Ich schließe mit dem an und zusätzlich kann man sich auch fachlich wahnsinnig weiterentwickeln. Man hat viel Trainings, Schulungen. Ich glaube, wir waren nicht umsonst sehr oft bei den Great Place to Work Umfragen auf den vorderen Plätzen. Ja. Willhaben ist einfach ein toller Arbeitgeber, bietet eine super Atmosphäre und wir haben einfach ein tolles Büro, wo es uns an nichts fehlt, sage ich mal. Ja. Ich glaube, es gibt außerhalb der Arbeit auch viele unterschiedliche Neigungsgruppen. Ja, das eine sind die Selbstgeißelungsfetischisten, die machen Sport. Ja, aber es ist ganz cool, vor allem, weil einfach jeder dafür irgendwie, also fast jeder zumindest begeisterungsfähig ist, dafür einfach mitmacht. Also da wird einfach viel probiert. Ja, wir haben ein kleines Event, das nennt sich Schweinebraten und Techno. Das ganze Team trifft sich um 15.30 Uhr am Freitag in der Küche und macht wirklich von Schweinsbraten über Knödel, Kraut und so alles selber. Ist halt mega witzig. Den Rest kann man sich dann ausmalen. Ja. Die große Box wird aufgestellt, die Musik wird laut. Ist immer Freitagabends Open End, ja. Also der Eiskasten ist voll mit Bier. Also, stimmt. Nein, ihr dürft das jetzt nicht so darstellen, als würden wir hier eine Partytruppe sein. Wir hatten das letzte Mal die Fußabdrücke vom Tisch nicht weggewischt. Das ist schon wichtig, dass wir eine Bereitschaft für das Neue immer wieder haben und uns behalten. Diese ständige Neugierde ist ganz besonders wichtig. Also die Neugierde nicht nur am Menschen, sondern an der Sache selbst. Und in der Sache selbst ist natürlich gefordert ein hohes Maß an Professionalität, Expertise, logisch. Aber die wird auch ständig ausgebaut, nachgebessert und gemeinsam entwickelt. Wenn man gefragt wird, woher man kommt, also im Sinne, wo man arbeitet, und dann Willhaben sagt, dann trifft man immer auf lächelnde und lachende Gesichter. Und das ist eigentlich schön. Also es gab hier bis jetzt noch keinen einzigen Tag, an dem ich nicht gerne arbeiten gegangen bin. Also kann ich nur empfehlen. Kommt zu uns.